Hallo Freunde des Holzwerkens. Heute soll es mal um ein sehr wichtiges Thema gehen, und zwar um das Thema Spanhaube. Ihr seht, an meiner Formatkreissäge ist keine Spanhaube montiert. Das hat zwei Gründe. Es gab keine Spanhaube zu der Formatkreissäge und es gab auch nicht einmal einen Spaltkeil. Bedeutet, irgendwie da was ranpopeln wäre irgendwie gegangen, aber dann wären wir schon beim nächsten Problem. Wie verlegt man den Schlauch hier rüber, dass gerade bei breiten Schnitten der nicht immer im Weg ist. Soll natürlich keine Ausrede sein. Genau aus dem Grund hat der liebe Andreas und ich da etwas richtig Gutes gestaltet. Und zwar ist es eine viel, viel bessere Spanhaube, die viele negative Aspekte von so einer normalen Spanhaube eliminiert und man dann auch gerne mit einer Spanhaube arbeitet. Nachteil Nummer 1 von einer regulären Spanhaube: wenn wir verdeckte Schnitte machen, müssen wir die Spanhaube demontieren. Ist blöd. Nachteil Nummer 2: reguläre Spanhauben saugen meistens nur hinten ab, weswegen die Absaugleistung nicht so ideal ist. Das haben wir auch eliminiert. Und der dritte negative Aspekt ist: wie oft hat man einen Schnitt, den man an einer markierten Linie auf dem Brett ausrichten muss? Das stört so eine Spanhaube, weil man das Sägeblatt nicht sieht. Also diese drei Nachteile haben wir eliminiert und dabei ist das hier rausgekommen. Die Kontorholz-Spanhaube mit vielen, vielen Vorteilen. Ich zeige es euch mal im Detail. Das hier ist das schicke Teil. Wir haben hier oben zwei Befestigungsschrauben. Hinten passt ein Standard-Staubsaugeranschluss dran. Wenn ihr so einen Anschluss nicht habt, sondern so wie ich eine größere Absauganlage, dann kontaktiert uns da gerne. Das hier ist wie gesagt der erste Prototyp. Wir haben uns gedacht, viele nutzen einen normalen Staubsaugeranschluss, weswegen das erstmal ja, das geworden ist, wie es halt eben ist. Der nächste Vorteil, der vielleicht hier schon auffällt, ist, wir sehen das Sägeblatt. Wir können das Ganze schon mal über das Sägeblatt stellen und wir sehen das Sägeblatt von dieser Seite. Das hat folgenden Grund: vor einer Tischkreissäge oder Formatkreissäge sollte man niemals stehen. Da können Teile nach hinten geschleudert werden und deswegen sollte man sich in diesem Gefahrenbereich nicht aufhalten. Bei der Formatkreissäge ist es schon von Haus aus ein bisschen sicherer, weil man automatisch neben dem Sägeblatt steht durch diesen Schiebeschlitten. Nun haben wir uns dazu entschieden, dass wir dieses Acrylglas, diese Sichtscheibe auf die linke Seite positionieren, sodass man als Heimwerker zu Hause automatisch neben der Säge steht und nicht mehr davor, weil von vorne sieht man das Sägeblatt nicht, aber von der Seite. So kann ich nun sicher vorne auf einen Schnitt schauen, wenn ich zum Beispiel einen Sägepunkt markiere, und habe weiterhin die Vorteile einer Spanhaube. Möchte ich jetzt einen verdeckten Schnitt machen, ist das kein Problem. Da werden wir heute einen Mechanismus bauen, dass wir die Spanhaube einfach nach oben heben und halt eben den verdeckten Schnitt mit Spanhaube ausführen können. Ist mega, mega praktisch. Dass die Absaugmöglichkeit von den meisten regulären Spanhauben nicht so ideal ist, habe ich schon angesprochen. Genau aus dem Grund haben wir hier einen Luftkanal geschaffen, sodass die Absaugleistung auch wirklich vorne ankommt. Wir haben vorne noch einen Radius, bedeutet, alles, was an Spänen vorne in diesen Radius reingeschmissen wird, wird automatisch schon nach oben geleitet und besser abgesaugt. Falls ihr Interesse an so einem System habt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da werdet ihr alle weiteren Informationen finden. Eine Sache muss man dazu sagen: wenn ihr euch dazu entscheidet, dieses System bei euch zu verbauen, müsst ihr ein bisschen Hirnschmalz noch selbst aufbringen, denn ihr müsst natürlich diesen Halter bauen. Ich werde euch heute zeigen, wie ich meinen Halter baue. Metall ist in dem Fall die idealste Lösung, weil wir mit kleineren Querschnitten eine gute Lösung bauen können, weil bei mir sind die Strecken auch ein bisschen größer, weil der Seitentisch hier recht groß ist. Wenn ihr sagt, ihr könnt nicht zu Hause schweißen, wäre vielleicht eine Überlegung, ob ihr vielleicht einen Nachbar fragt, der euch ein paar Schweißpunkte setzen kann, denn im Prinzip brauchen wir nur dort einen Montagepunkt, der hochgeht und rüber. Und theoretisch kann man alles, was ab hier diesem Montagepunkt kommt, auch wieder aus Multiplex zum Beispiel bauen. Weil ich Zugang zu entsprechendem Metallwerkzeug habe, werde ich das System heute komplett aus Metall bauen. Ich werde euch auch heute genau zeigen, wie wir diesen Hebemechanismus bauen können, dass man die Spanhaube super praktisch an die Arbeitshöhe anpassen kann. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt, denn da ist sehr, sehr viel Hirnschmalz reingeflossen, vom lieben Andreas vor allen Dingen und von mir. Und ich denke, das ist eine richtig gute Lösung, gerade was die Effektivität angeht, beim normalen Arbeiten, aber auch den Arbeitsschutz. Das sind so die wichtigsten Punkte. Eine wichtige Info noch zur Spanhaube: die ist auf 315 mm Sägeblätter ausgelegt. Das ist so ein Maß von vielen Formatkreissägen, gerade so in der Größe, wie ich sie hier habe. Und alle normalen Tischkreissägen haben normalerweise ein 250er oder ein 300er Blatt. Bedeutet, wenn das bei euch zutrifft, habt ihr hier eine Spanhaube, die groß genug ist. Muss man jetzt erstmal ein bisschen Platz machen. Ich muss mal prüfen, wo wir das Ganze montieren können. Ich werde jetzt erstmal den Anschlag ganz rüberbringen, damit ich sehe, bis wohin. Ja gut, da haben wir auf jeden Fall genug Luft. Ja, das ist easy peasy. Ich habe hier einen einfachen Stromverteiler drauf. Den muss ich jetzt einmal demontieren, weil innen drin, hier hinten sind drei Befestigungspunkte.
Da kann ich mich wohl ransetzen, aber die drehen durch. Das heißt, das sind wahrscheinlich normale Muttern hinten dran. Deswegen schauen wir da jetzt einfach mal rein. Hoppa. Heidi Witzka. Wenn wir gerade schon dabei sind, machen wir das auch einmal sauber. So, ich habe drei Befestigungspunkte gefunden. Hinten dran ist ein Betonfundament. Das sind hier die drei Schrauben. Das werde ich mir einmal ausmessen und dann werde ich den Kragarm so hier rüber planen, hier hoch und dann hier rüber. Das ist das Einzige, was wichtig ist, dass das sehr, sehr stabil ist. Wie eben angesprochen, der Halter von der Spanhaube, den kann man auch so Holz machen. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier genügend Profile rumliegen haben. Das wird nicht so ganz reichen, deswegen müssen wir oben noch einmal ins Kragarmregal. Da liegt aber noch was im Weg, da müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie rummanövriert bekommen. Die Blockware, die hier auf dem Boden liegt, die wird wieder abgeholt. Die hat doch nicht so ganz gepasst, deswegen schauen wir mal, ob wir sie zwischengelagert bekommen. Das geht nicht. Das ist echte Mango bei dem Regal. Hier sehen wir jetzt die zwei Rechteckprofile, die noch über sind. Die reichen vollkommen für das Projekt aus. Wir werden noch alles dann aus den Profilen hier bauen, einfach weil da kein Rost drauf ist und ich will da jetzt nicht den ganzen Rost runterschleifen von dem bisschen, was noch übrig geblieben ist. Die Stäbe sind 6 Meter lang, das reicht hier natürlich nicht aus, deswegen mache ich hier das Tor einmal auf, damit ich das auch geschnitten bekomme. Das Schöne ist, wenn man das einmal selber plant, dann kann man es so planen, dass man selbst gut mit klarkommt. Ich habe zum Beispiel die Abstände von den Seiten, habe ich jeweils mit 20 mm bemessen. Jetzt muss natürlich nur die Gesamtlänge, die muss stimmen. Hier passen wir auf 1 mm genau und hier passen wir auch wirklich ganz exakt. Das bedeutet, wir können das jetzt direkt körnen und dann sollte man auch an der richtigen Stelle ankommen. So, das können wir direkt mit dem CNC-Bohrer bohren. Hier auf diesen Rohren befindet sich noch eine dünne Zunderschicht, die schleifen wir einmal runter, dann spritzt es nicht so beim Schweißen und wir bekommen ein besseres Ergebnis. Und jetzt geht's so weiter. Jetzt kommt die nächste Strebe, schauen, dass die hier überall schön aufliegt und dann können wir das erstmal miteinander verbinden. Der allererste Schritt ist abgeschlossen. Wir haben jetzt hier dieses Kragarmgestell. Das läuft schön unter der Maschine rum, verbraucht nicht viel Platz. Wir haben hier noch genügend Freiraum, sodass wir jetzt hier uns gleich um die Montage kümmern können. Wie sieht es mit der Stabilität aus? Wir haben ein bisschen Bewegung drin. Das muss ich aber kontrollieren, wenn das einmal an der Maschine ist, ob da irgendwas von der Vibration dann übertragen wird. Ich habe es jetzt hier hinten noch ein bisschen geklemmt, aber normalerweise sollte das hier sogar stabil genug sein. Also müsste eigentlich passen. Ich habe ja noch ein bisschen Freiraum gelassen, damit ich jetzt hier einen Montagepunkt schaffen kann, mit dem ich das dann später einfacher einstellen kann. Das ist einfacher, als wenn ich das jetzt alles fix einmal baue. Denn das hier hat auch noch einen zweiten Grund. Wenn ich mal einen Schubkasten auftrenne, möchte ich immer noch in der Lage sein, hier das einfach abzuziehen, dann zur Seite zu legen, damit ich hier immer noch die Höhe habe. Passiert nicht oft, ist aber schön, wenn man es dann halt eben nutzen kann. Bedeutet, wir brauchen jetzt einen Montagepunkt, hier wie die Spanhaube, und wir brauchen noch eine Höhenverstellung, dass wir irgendwie unsere Spanhaube auch einfach absenken können. Und hier ist das Sprichwort einfach, denn das hier muss gut funktionieren, damit man es halt auch eben benutzt. Und wie ich das mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Wir schauen uns vielleicht jetzt erstmal die Befestigung hier auf dem Rohr an, wie wir das umsetzen. So, als kleinen Gedankenanstoß, ihr könntet dieses Teil hier im Prinzip auch aus Bosch-Profilen fertigen. Da kann man das Ganze einfach in den Ecken verschrauben. Das hat mir tatsächlich im vergangenen Drechselkurs auch jemand gezeigt, dass der das so gelöst hat. Nur die Spanhaube, hat er schon gesagt, da hätte er Interesse dran, weil die Spanhaube, die er jetzt drauf hat, nicht so gut ist. Das heißt für euch als Tipp, ihr könnt vielleicht bei euch diese Konstruktion hier einfach aus Bosch-Profilen herstellen. So, ich messe jetzt mal hier, wie viel Breite ich brauche. Ja, das sind ungefähr 15 cm bis zur Sägeblattmitte. Das bedeutet, wir brauchen noch Platz hier zum Festspannen. Das bedeutet, 15 plus 15, 30 cm lang sollte der Arm auf jeden Fall sein. Dann haben wir hier genügend Material, dass es uns nicht runterfällt. 30 cm also. Das hier ist meine eigene Führung. Und da kommt jetzt noch ein Blech oben dran, damit es nicht runterkippelt.
So Leute, ihr seht ein bisschen, was ist passiert. Lasst mich euch einmal kurz abholen. Das hier habe ich hinter der Kamera gebaut, weil ich selbst so ein bisschen überlegen musste und das wäre zu viel Gedöns gewesen im Video. Ich zeige euch einmal diese Lösung. Ich werde euch auch direkt noch eine Alternative zeigen, wenn euch das hier zu kompliziert ist. Außerdem zeige ich euch, was man hier beachten sollte. Eben haben wir noch zusammen hier dieses Teil gebaut. Das ist dazu da, dass wir das halt eben längs hier bewegen können, um das einmalig einzustellen oder um es halt eben aus dem Weg zu schieben, wenn wir hier ein bisschen mehr Freifläche brauchen. Das ist dieses Teil. Und als nächstes sehen wir hier dieses Teil. Das ist ein Parallelogrammmechanismus. Das ist ganz, ganz simpel aufgebaut. Wenn ihr das nachbauen möchtet, merkt euch einfach zweimal ein gleiches Teil herstellen. Ich habe mir das hier ungefähr ausgemessen, wobei ihr aber auch hier seht, dass ich jetzt hier keinen fixen Punkt habe, wo ich das ausgemessen habe. Das muss ich hier dran ausrichten und werde es dann später hier in dieser Montageplatte befestigen. Ich habe hier ein Vierkantrohr, beide genau gleich, Abstand von dem Bohrer auch gleich und dann habe ich hinten dran einfach ein Stück Flachstahl, auch nochmal mittig die Bohrung bei beiden Positionen gleich und das erlaubt es mir halt eben, dass ich jetzt hier meine Spanhaube nach oben und nach unten schieben kann. Frage, die man sich stellen könnte, wie bleibt das hier fest? Denn wenn man es hoch und runter dreht, wird es sich ja logischerweise irgendwann frei drehen, aber das könnt ihr folgendermaßen verhindern. Wir sehen hier eine Schraube. Hier ist ein Loch und die Schraube habe ich einfach da durchgepackt und habe die Schraube hier dran festgeschweißt. Danach habe ich unten drunter eine normale Scheibe gelegt, damit wir später, wenn es lackiert ist, nicht unseren Lack verrupfen und sich das hier drauf besser drehen kann. Anschließend habe ich nochmal eine normale Scheibe und eine Sicherungsscheibe drunter gepackt und dann mit hier diesen beiden Muttern mit Spannung darauf das Ganze gekontert. Das Ganze erzeugt natürlich hier drauf Reibung. Dadurch, dass das gekontert ist, dreht sich selbst nicht auf. Das sieht man hier, wenn man es hoch und runter dreht, dass sich das halt eben nicht aufdreht. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn wenn ihr seht, dass diese Mutter sich bei der Bewegung aufdreht, dann wird dieser Mechanismus hier locker. Ich denke, in diesen paar Sekunden konnte ich euch gut zeigen, wie dieser Mechanismus aufgebaut ist. Wenn ihr jetzt sagt, aus Holz das selber bauen ist ein bisschen blöd, ich würde gerne noch eine Alternative kennen, dann zeige ich euch jetzt die nächste Alternative. Das war auch zu Beginn der Plan, aber ich hatte leider keine passenden Profile, die da reingepasst hätten. Deswegen zeige ich euch einmal, wie das umsetzbar ist. Ich wollte es einmal auf die Art und Weise dann schlussendlich doch noch umsetzen, dass ihr halt eben beide Varianten seht und könnt euch selbst entscheiden, okay, der Parallelogrammmechanismus ist für mich besser umzusetzen oder halt eben jetzt der folgende, der sehr, sehr simpel aufgebaut ist. Da braucht ihr halt eben zwei Rohre, die ineinander irgendwie mit wenig Spiel drin laufen. Bedeutet, geht ins Bauhaus, holt einen Metermaßstab mit, messt das eine Rohr, lasst es abschneiden und dann sucht ihr euch ein Rohr raus, was halt eben entsprechend etwas größer ist mit wenig Spiel. Und das hier ist die nächste Alternative. Da haben wir hier einmal ein Vierkantrohr, das kann man hier festschweißen oder halt irgendwie andersweitig befestigen und wir haben ein weiteres Vierkantrohr, das läuft mit wenig Spiel in dem unteren Vierkantrohr und das kann man halt eben jetzt hoch und runter schieben. Das Ganze wird hier einfach seitlich geklemmt mit einer Schraube und so ist das Ganze sehr, sehr stabil. Warum sind hier zwei Schrauben dran? Kann ich euch erklären. Hier habe ich vorher Gummibänder rübergezogen, damit, wenn man das geöffnet hat, dass quasi wie so diese Suvamatic automatisch nach oben gekommen ist und halt eben nicht automatisch in die Hobelwelle fällt. Mittlerweile halte ich es einfach fest. Die Gummibänder sind irgendwann so ein bisschen kaputt gegangen. Es war jetzt auch nicht vonnöten, dass ich die wieder dran mache. Kann man aber dran machen. Ich verlinke euch die Gummibänder, die ich benutzt habe. Das hier ist natürlich ein gutes Stück simpler. Das hier kann man auch schön aus Multiplex bauen. Wenn ihr euch entscheidet, das Ganze aus einem Metallrohr zu bauen, würde ich euch empfehlen, auf das Spiel zu achten. Ich drehe das mal hier fest, denn wenn man das hier jetzt aufschraubt, dann sieht man, dass man da ein bisschen Spiel drin hat. Wie kann man das Ganze lösen? Indem man hier einfach eine Schraube oder eine Mutter aufschweißt mit einer Schraube, die leicht auf das Profil drückt, damit man nicht mehr so viel Spiel hat. Oder irgendwie vorne noch eine kleine Führung anschweißt, damit das Ganze halt eben weniger Spiel hat. Denn wir müssen uns vorstellen, wenn wir uns sowas bauen und schieben das über das Sägeblatt und wir sind vielleicht ein bisschen unbedacht, dann kann sie es natürlich leicht verdrehen und dann könntet ihr eure Spanhaube kaputt machen, obwohl die recht breit ist. Ich will es hier nur einmal kurz angesprochen haben, aber hier dieses System ist super stabil. Ihr seht, das ist von meiner Abrichte und ich ziehe hier sehr, sehr oft die Bretter über den Anschlag drüber und das ist sehr, sehr stabil. Also das ist eine sehr gute Alternative. Hätte ich wohl auch umgesetzt, wenn ich das Ganze oder wenn ich die Profile gehabt hätte. Nur jetzt habe ich es halt so umgesetzt. Eine wichtige Sicherheitsinfo will ich euch an der Stelle selbstverständlich geben. Und zwar ist das einfach die Bedienung. Wir müssen uns immer vorstellen, wenn wir jetzt sagen, okay, unsere Vorrichtung funktioniert so. Wir können das Ganze so in der Höhe einstellen. Ist klar, ne? Funktioniert. Ich würde euch aber wirklich empfehlen, das so nicht zu machen, denn wir müssen uns aber vorstellen, wenn wir das bei laufender Maschine machen und wir bewegen hier oben die Spanhaube unkontrolliert, weil das recht stramm eingestellt ist, dann kann es natürlich sein, dass irgendwann mal irgendwas nachlässt, wenn man vielleicht hier irgendwo falsch drauf drückt und dann halt eben hier die Muttern rauszieht
oder was auch immer und man das dann unkontrolliert mit Kraft aufs Sägeblatt wirft und man dann mit seinen Fingern wirklich in den Gefahrenbereich kommt. Genau aus dem Grund werden wir hier eine Verlängerung anbringen, dass man das Ganze kontrolliert hoch und runter steuern kann. Hat auch den Vorteil, dass wenn wir hier diese Scheiben ein bisschen strammer einstellen, damit das einfach ein bisschen noch strammer eingestellt ist. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das bleibt dann an Ort und Stelle, selbst wenn sich das minimals löst. Dann haben wir einfach ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Also, ich würde niemandem empfehlen, an der Spanhaube das Ganze hier hoch und runter zu bewegen. Die Einschweißmuttern hier drin, die sind zwar sehr, sehr stabil, aber ich weiß nicht, wie lange das so hält. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen bitte hier oben an dieser Vorrichtung die Höhe einstellen. Der klassische Fall, geht nicht schnell, geht aber. Meine gute alte Horizontalfräsmaschine. Leute, ich freue mich so übertrieben. Heute ist Tag 3, heute ist endlich Tag der Montage. Ich werde alles holen, wir werden zusammen montieren. Bitte nicht irritieren lassen, das Gestell ist bei mir natürlich ein bisschen größer geworden, weil meine Auslegung von der Formatkreissäge ein bisschen größer ist. Das hier war beim letzten Mal schon voll der Graus. Das Ding ist zwar nicht schwer, es ist aber massiv unhandlich, weil der halt so rüber steht. Schauen wir mal, wie wir jetzt hier klarkommen. Geil, die Farbe sieht richtig gut da drauf aus. Nice. Oh, leck, Alter, das Tor gibt geil. Das ist hier mal richtiger Wix, das Tor. So, erstmal eine Schraube festziehen. Da hängt jetzt im Prinzip alles in der Einhandzwinge hinne. In der Einhandzwinge hinne. Saarländisch ist manchmal anders wild. Ha, es hält schon. Montage at its finest. Jetzt können wir einmal die Spanhaube hier drauf machen. Dann müssen wir nämlich gleich einmal alles ausrichten. Hohohoho. Edel. Edel, edel ist das doch. Die Spanhaube kommt so in etwa bei euch an. Da sind auch schon passende Schrauben drin. Die können wir jetzt einfach hier oben befestigen. Das Teil hier ist natürlich ganz wichtig, da schrauben wir jetzt auch direkt drauf. Die Klemmbrettklemmen und das Feinblei-Multiplex findet ihr übrigens auch bei uns im Online-Shop. Irgendwie mal gucken, dass wir das irgendwie aufdröseln. 21. So, jetzt muss hier nur noch der Planhalter drauf. Einmal, zweimal. Die Idee war nämlich, dass ich jetzt kommen kann und kann sagen, okay, komm, ich habe hier einen Schnittplan, den kann ich hier dran packen. Ich sehe immer, was ich zuschneiden muss. Das ist gerade praktisch beim Grobzuschnitt. Und die Anordnung nicht wundern. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Plan habe, wo das ganz quer ausgedruckt wird, dann kann ich es hier rüberhängen. Und da habe ich dann noch zwei Plätze frei. Ich habe so festgestellt, dass wenn ich einen Grobzuschnitt von irgendeinem Korpus hier für die Werkstatt mache, habe ich meistens drei Pläne. Und lasst mich mal gerade schauen. Theoretisch kann man den Plan auch einfach hier unten so reinlegen. Für all diejenigen, die bis jetzt am Video dran geblieben sind, erstmal recht herzlichen Dank. Was werden wir jetzt tun? Jetzt werden wir das Ganze einmal testen. Da werden wir ein paar Tests machen. Einmal ohne Absaugung, oben natürlich, damit ihr mal den Vorher-Nach-Effekt habt. Und glaubt mal, das ist wirklich der Wahnsinn. Und dann werden wir zwei Tests machen noch. Einmal mit dem Staubsauger, da werden wir auch anfangen. Denn ich habe mir überlegt, dass die meisten von euch
ja ein Absaugsystem mit einem Staubsauger haben. Und dann werden wir aber auch natürlich noch einen Test machen mit der großen Absauganlage, wie gut das funktioniert. Wir beginnen als erstes mit Plattenmaterial. Wenn ich an ein staubiges Plattenmaterial denke, denke ich persönlich an MDF. Das habe ich gerade nicht, aber ich kann euch beruhigen, das hier staubt ähnlich viel, weswegen ihr das hier mit MDF im Prinzip gleichsetzen könnt. Einmal ohne Absaugen und einmal mit Absaugung. Ohne Absaugen bedeutet, dass nur unten abgesaugt wird. Ganz, ganz wichtig. Ich würde sagen, das hat schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Als nächstes machen wir mal ein paar Längsschnitte in Massivholz. Da müssen wir jetzt erstmal das Sägeblatt wechseln. Wichtig, hier mache ich tatsächlich auch immer den Hauptschalter aus. Die Spanhaube kann ich jetzt nach oben bringen, damit ich auch mein Sägeblatt sehe. Das bedeutet, das hier ist maximal praktisch, weil ich sehe halt eben einfach, was ich mache. Und diese Spanhaube würde jetzt nämlich zum Beispiel stören, wenn ich hier diesen Stift reinsetze. Klar, den könnte man nach hinten klappen, aber es ist einfach alles nicht so geil. Als erstes wieder nur die untere Absaugung und gleich auch mit der oberen Absaugung. Hier sieht man noch was richtig Spannendes. Die Form der Spanhaube wurde auch so gewählt, dass die Späne automatisch schon hier hochgeleitet werden. Ich mache jetzt mal den Staubsauger an und dann machen wir nochmal einen Schnitt in Massivholz. Wenn ich jetzt sage, okay, ich muss mal was anfeilen, dann kann ich das halt eben flexibel benutzen. Der große Absaugschlauch ist nun montiert. Wichtig, ich will es an der Stelle noch mal kurz betonen. Der erste Test war erstmal, ob das mit dem Staubsauger funktioniert. Da habt ihr gesehen, das funktioniert sehr, sehr gut. Wenn ihr einen größeren Anschluss braucht als so ein Staubsauger, nehmt bitte Kontakt mit uns auf, das ist das kleinste Problem, da können wir entsprechend was für euch herrichten. Jetzt so, wie es dann im Shop als Vorverkaufsaktion sein wird, ist das erstmal die Spanhaube mit dem normalen Staubsaugeranschluss. Aber wie gesagt, wenn ihr einen anderen Anschluss braucht, kontaktiert uns bitte per E-Mail, dann werden wir auf jeden Fall auch was hinbekommen. Das hier ist wie gesagt ein Versuchsaufbau, so werde ich das Ganze jetzt erstmal benutzen, aber ihr sollt jetzt erstmal sehen, wie gut die Absaugung auch mit dem großen Schlauch funktioniert. Ich würde sagen, die Tests sind abgeschlossen. Es funktioniert richtig gut. Man hat keinerlei Staub mehr hier auf der Seite. Ich bin mega, mega stolz auf dieses komplette Projekt. Bestellt das Ding jetzt vor, schaut in die Videobeschreibung. Alles weitere, was wir auch noch neu im Sortiment haben, packe ich euch als Link in die Videobeschreibung und wünsche euch bis zum nächsten Video einen ganz, ganz tollen Tag. Ciao.